Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Mod-Review. Diesmal stelle ich euch den Hürlimann XL130 vor. Der ist komplett überarbeitet worden. Neue Räder, hat den Lichtgrip 3.1 oder 3.2. Neue Räder und mit dem Frontlader gibt es den. Das alles finden wir unter Modes nach Gerätetypen Frontlader. Da ist der Hürlimann XL130 bei, der Sigma Titanium Frontlader und eine Öl-Change-Palette. So. Und das ist dann unser gutes Stück. Die Frontladergabel ist nicht dabei, das ist eine andere. So, von der Optik her original wie der andere. Also keine Fehler gefunden, nichts. So. Dann kommen wir mal. Handbremse hat der. Wie wir sehen auch. Blinker und so. Auf Numpad. Auf Numpad 6, Arbeitslicht hinten. Da hätte man ruhig noch die Animation von den Scheinwerfern da über den Blinker machen können. Egal, nicht so schlimm. Arbeitslicht vorne, weiß ich jetzt nicht. Gibt es glaube ich nicht. So, dann mit Numpad 5 können wir Hubwerk ein- und ausklappen. Dann können wir noch zusatzbare Räder mit Numpad 7 und Numpad 8 dazu schalten und mit Taste 5 Reifengewichte. So. Was ich auch nicht schlecht finde. Das sieht richtig gut aus. So, Frontlader funktioniert auch gut. Jetzt können wir irgendwie auch das Öl wechseln. Was mich noch nervt bei der Bremse, dass der so die Druckluft. Also das ist zu viel irgendwie, dass er das so oft macht. Das finde ich schade. Aber okay. Und jetzt kann man eigentlich noch irgendwie das wechseln, aber ich weiß gerade voll nicht wie. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Wie dem auch sei, der hat einen Flugmod und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Das meine ich dann mit der Druckluft, das gibt dann so einen komischen Ton. So, dann hängen wir das gute Stück mal an. So, die neuen Räder passen auch, glaube ich, viel besser. Als Vergleich habe ich jetzt mal nichts genommen, da es ja theoretisch genau derselbe ist, nur überarbeitet. Da muss man jetzt nicht großartig Vergleich machen oder so. So, der fährt 50, ja, ganz ordentlich. So, dann können wir mal hier zu den Testfeldern. So, und jetzt sehen wir schon auch, mit Staub fährt der Staubanimation. Also richtig schön gut geworden. Und jetzt dreht er auch ein bisschen hoch mit den Touren. Was ich gar nicht so schlecht finde. Ja. Ist okay, also besser als der Original, muss ich sagen. 100 mal besser. Trotz der kleinen Fehler mit der Druckluft und so, aber das kann man alles noch überarbeiten. So, die Rundumleuchte bleibt draußen stehen, wenn man rausgeht. Naja, egal. Aber nur von der Seite, egal. Der Motor bleibt an, nur kann man mit Numpad Enter ausmachen. Leertaste, Handbremse. So. Ja, mehr dazu gibt es nicht zu sagen, außer ihr könnt wieder einen Daumen nach oben gehen und lasst wieder einen Kommentar da. Da freue ich mich drauf. So, bis dahin und tschüss.